Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 20. Es ist bereits morgen, Tag 20. Ich habe also noch einen Tag, den ich vertrödeln kann bis zur Horde. Und ich habe gerade mal geguckt, was es mich denn kosten würde, einen Leather Duster zu machen, damit ich nicht bei nächster Gelegenheit wieder friere. Allerdings bräuchte ich dafür mehr Leder. Leder habe ich, glaube ich, gar nicht. Dafür habe ich Zombies. Geh mal gucken, bevor sie hier mein schönes Silo kaputt machen. Nur so für alle Fälle. Meine Waffen sind geladen. Aber es sollten nur so ein oder zwei sein. So, bevor sich hier was sammelt. Da kommt schon der Nächste. So, der Plan für heute ist, ich habe hier noch eine Quest, die würde ich gerne noch machen, bevor ich zurück war in mein altes Zuhause, zu meiner Farm und gegenüberliegend meiner immer noch recht provisorischen Hordenbasis. Ich würde ganz gern eigentlich den Airdrop noch einsammeln. Jemand von euch hatte den ja letztes Mal tatsächlich dann gesehen noch aus dem Augenwinkel. Vielleicht mache ich das auch auf dem Rückweg. Was klopft denn hier? Ach, da hinten ist einer hängen geblieben. Auch in Ordnung. Jetzt nicht alle scheu machen. Ich gehe noch mal kurz gucken, wie viel Leder ich habe. Was mit dem Leather Duster irgendwie machbar ist in Kürze. Ich komme ja hier von beiden Seiten auf mein Silo drauf. Und auch mittlerweile ist das ganz schön ausgebaut. Ich habe ein bisschen den Boden aufgebessert. Hier schon mal. Das habe ich einen Stock höher gestellt für den Fall, dass ich noch mal eine Schicht einziehe. Allerdings habe ich das beim Setzen der der Forge irgendwie vergessen. Das heißt, ich muss hier erst einen Landclaim-Block setzen, um das irgendwie alles loszukriegen. So, wofür hatte ich Forged Iron gemacht? Ich weiß es gerade nicht mehr. Deswegen packe ich das einfach mal hier rein. Und, oh, sowas nicht gedacht. Sieht irgendwie so aus, als hätte ich mir überlegt. Ah, ja, ich habe über den Zementmischer nachgedacht. Und habe tatsächlich genug Forged Iron, Spring, Engine und Mechanical Parts, um den zu machen. Ich mach den. Ich mach den. Ach nee, um den zu machen, brauche ich eine Werkbank. Das war, genau, das war, glaube ich, das Problem. Das heißt, die nächste Frage wäre, kann ich eine Werkbank machen? Forged Iron, Mechanical Parts, Wrench, Clawhammer, Wood. Den Clawhammer habe ich schon gemacht. Die Wrench, ich habe eine, die ist aber irgendwie ziemlich gut. Die will ich dafür nicht hergeben. Hier habe ich noch eine schlechtere. Vielleicht kriege ich das ja alles zusammen. Ich guck mal. 20. Oh, Mechanical Parts. Da scheitert es. Nee, ich glaube, Mechanical Parts habe ich einfach noch zu wenig. Das heißt, ich packe die Sachen, die ich hierfür schon mal zur Seite gelegt habe, die packe ich gleich hier rüber. Damit ich nächstes Mal nicht wieder anfangen muss zu suchen. Natürlich auch Forged Iron. Lawhammer, das kommt sowieso hier rein. Das will ich verkaufen. Wie sieht es mit Essen aus? Ich bin hungrig. Ich habe auch in letzter Zeit wenig Tiere getroffen. Das heißt, ich habe nicht so richtig viel. Ah, ich habe hier noch drei. Stimmt, ich habe ja schon drei. Den Wolf habe ich getroffen letztes Mal. Und ich habe schon drei Bacon and Eggs gemacht heute Nacht. Fast übersehen. Durstig bin ich auch. Das sollte ich gleich mal ändern. Wegen Ausdauer. Und ich sollte auch wieder... Ich habe noch 15 Wasser. Okay, das eilt noch nicht. Ich nehme die trotzdem mit. Vielleicht denke ich ja ausnahmsweise mal dran, die auch aufzufüllen. Und weil ich jetzt nicht direkt zum Händler gehe, sondern erst die Quest mache, lasse ich das auch nochmal hier. Ich habe, apropos Leather Duster, ich habe 8 Leder. Das ist viel zu wenig. Ich brauche, glaube ich, 25. Okay, das heißt, Sofas, Wölfe und Hunde sind heute dran. Das reicht erstmal. Ich dachte, ich mache schon mal so ein bisschen Bullet Casings und so weiter, damit ich irgendwann mehr Munition machen kann. Ich habe noch ein bisschen, zumindest 9 mm.
was ganz gut ist. Und die nächste Horde sollte auch. Dafür brauche ich vor allem Pfeile. Pfeile habe ich auch. Ja, so ein paar. Aber nicht so richtig viel. Okay, Zeit loszuziehen, die letzte Quest abzuhaken. Und dann vielleicht noch ein bisschen. Hier setze ich nochmal so ein Ding rein. Lieber den. Ah, hat es hierher geschafft. Hier aber auf der anderen Seite runter. So, Licht kann ich vorerst mal ausmachen. Es gibt so viel zu tun. Wo bist du hin? Hallo? Ich habe meinen Zombie verloren. Er ist weg. Das ist ja merkwürdig. Ne, hier irgendwo. Ah, ne, der ist schon wieder neu. Den anderen habe ich echt verloren. Der hat sich vom Acker gemacht. Du bist mir auch recht. So, die ersten 400 Punkte sind geschafft. Hier kommt gleich nochmal welche. Wo ist denn meine Quest? Gar nicht weit weg. Keine 200 Meter. Das Schwierige wird sein, heute dran zu denken, was ich alles einpacken muss. Sprich, Leder, Mechanical Parts war das andere Ding. Oh, ich habe keine Wrench dabei. Dafür muss ich tatsächlich nochmal zurückgehen, sonst wird das nichts mit den Mechanical Parts. So, die Quest ist da drüben. Ich gehe mal zu Fuß in der Hoffnung. Also Autos würde ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht auseinandernehmen. Oh, Hundehütte. Oh, ein Hühnchen. Was machst du denn hier so allein? Mich in Gefahrenzonen locken wahrscheinlich. Oh Gott. Das trifft sich doch sehr gut. Das Essen ist nämlich allgemein knapp. Ich muss auch gleich nochmal so ein Bacon and Eggs essen. Sonst bin ich hier nur nochmal 10 Fleisch. Wunderbar. Okay, das wäre nämlich auch noch was gewesen, was heute auf jeden Fall ansteht. Ah, hier. Okay, es ist doch dieses Haus. Gut. Sehr schön. Dann fange ich doch mal an. Fetch. Fetch. So. Und ich nehme mal an, dass es hier hochgeht. Fun Path-mäßig, folge dem Licht. Hier scheint erstmal nichts zu sein. Also geht es hier drinnen weiter. Da ist auch schon wieder Licht. Okay. Vielleicht, Moment, ich muss mal meinen Bogen kurz reparieren. Der ist so ein bisschen angeschlagen. Hier ist auch niemand. Oh, aber hier. Mach mal Licht an. So unbemerkt bin ich eh nicht mehr. Okay, dann noch mal kurz nach oben. War hier noch irgendein Zimmer? Und hier mal so rüber gucken. Da sehe ich nix. Oh. Also der Boden war ja wirklich völlig durch. Gut, ich schließe daraus, ihr wollt, dass ich hier unten lang gehe. Alles klar. Dann mache ich das. Ach so, schleichen könnte ich ja eigentlich trotzdem. Wenn ich mein Licht noch anhab. Aber sonst sieht man ja im Video auch nichts. Ah, Topf. Irgendwie ist nicht so richtig viel los. Mal sehen. So, 2,7 Meter. Da steht sie doch. Das war's auch schon. Eigentlich fertig. So, jetzt kann ich fröhlich looten und Zombies platt machen. Trinken. Na gut. So, Electrical Parts habe ich ja schon in der Tasche. Vielleicht gibt es da ja auch Mechanical Parts.
Nicht. Was ist mit dem Kühlschrank? Da fallen bestimmt Rohre raus und ein Mechanical Part. Das ist echt mühsam. Aber egal. Ich glaube, ich brauche noch 20 oder 25. Ich weiß es schon wieder nicht mehr, aber richtig viele. Auch nur Electrical. So, dann kann ich noch die Dosis scrappen. Gut. Oh, bei all dem Krach nicht aufgewacht. Bin ich beachtlich. Sehr schön sogar. Hier steht irgendwie auch schon nichts mehr. Wurde aufgefordert, alles zu zerlegen, was rumsteht. Das ist natürlich richtig. Ich habe da nicht immer Lust drauf, aber vielleicht mache ich das heute mal. Was kommt eigentlich hier raus? Bei denen bin ich mal versucht, sie mitzunehmen, weil sie so schön sind und vielleicht würden die sich auch im Silo gut machen. Hier ist eh gut wegen Messing. Nicht noch mehr Bullet Casings machen. Aber ich scrappe das gleich, auch wenn ich dabei ein bisschen was verliere. Damit ich ein bisschen Platz spare. Und dahin steht. Ah, hier ist nochmal eins. Da steht ein Sofa. Da könnte Leder rausfallen. So, und jetzt brauche ich noch. Das Rifle hätte ich eigentlich auch zu Hause lassen können. Pickel. Ah, sehr schön. Okay, das sollte vielleicht sogar reichen. Hier dieses Riesensofa. Tasche voll. Das ging ja schnell. Eins nach dem anderen. Erstmal Leder. Wie viel habe ich? Sehen, das reicht noch nicht ganz. Das kann ich noch scrappen. Das kann ich noch trinken. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich scrappen und wegwerfen könnte, aber ich schau mal, wie weit ich damit komme. Mal gucken. So, ich bin jetzt natürlich schon sehr langsam. Aber hey. Das war die Tür, durch die ich vorher versucht habe zu kommen. Ah. Versteckter Müll. So, ich habe schon. Ah, die kann man immer schön verkaufen. Aber ich brauche ja auch Blei und Federn sowieso. So, weiter im Text nach dem Licht. Hier ist hell. Das habe ich auch alles schon. Hier gibt es bestimmt verbranntes Fleisch und einen Grill. Ah, oh, super. Gammelfleisch. Oh. So, die muss ich gleich mal scrappen. Also richtig lohnt sich das nicht fürs Holz. So, ich muss hier drüben weiter. Was für schönes Wetter heute. Oh. Ach, egal. Wer hätte gedacht, dass du hier am Klo hängen bleibst? Okay, die ist ein bisschen härter. Erstmal muss ich an sie rankommen. Ich hänge hier auch am Klo fest. Und meine Ausdauer ist aus. Was ist denn da los? Gut, das war nicht so wild. Okay, einmal Scrap, den Rest habe ich auch schon. Das könnte ich noch ein bisschen. Ah, das wird nicht reinpassen. Doch, einen Platz habe ich noch. Okay, nee, das lohnt sich auch nicht. So, wieder Licht an. Ich werde sehr viel Messing mit nach Hause bringen. Das ist super. Und die Nacht wieder verbringen mit Bullet Casings basteln. So, ich habe noch einen Topf. Das habe ich auch schon. Das heißt, ich kann auch gleich mal schaufeln. Hier ist.
Okay, ein bisschen von allem. Langsam passt ganz gut drauf. Halt, irgendwas habe ich fallen lassen. War das Cloth? Geht auch noch rein. Okay. Irgendwie scheint mir das noch nicht so. Sah noch nicht so richtig main-lootig aus und ich bin schon jetzt überladen. Könnten hier eventuell Mechanical Parts drinstecken? Nee, Federn. Ach, hier. Electrical Parts und Messing wahrscheinlich. Und für Klamotten, ja, was hab ich denn an? Was Schöneres. Was kann hier bleiben? Oh, ich bin so dick. Ich komme hier nicht durch. Nicht durch. Ja, ärgerlich. Vielleicht ist mein Rucksack einfach schon zu voll. Ich muss hier weg. Ja, wusste ich's doch, dass es hier nach oben geht. Ah, das sieht nach Main Loot aus und nach Opfer. Wo sind die Zombies? Keine Zombies? Was ist denn hier los? Ah. Oh, die einzige hier? Ah, da oben, okay. Ich versuch mal. Habe ich das richtig jetzt getroffen? Glaube nicht. Doch. Perfekt. Hier ist nichts und aber auch keine weiteren Zombies. Und ich kann. Ah, ich komme hier nicht mehr runter, weil mein Inventar voll ist. Dieser blöde. Oh, ja, so geht's natürlich auch. Ach, das ist hier echt ärgerlich. Okay, dann müssen wir die mal kurz zwischenparken. Und wahrscheinlich muss ich sowieso gleich Sachen zurücklassen. Hier die 6 Knochen zum Beispiel, die können wahrscheinlich einfach da bleiben. Aber erst, wenn ich in die Kisten geguckt habe. Oh, sehr schön. The Hunter's Journal Volume 2. 10% mehr Schaden an Wölfen. Gerne. Und das kann ich schon nicht mehr einpacken. Dann wird gleich mal ausgemistet. Ja, ich könnte natürlich auch das Fahrrad vor die Tür stellen. Das ist wahrscheinlich smarter. Das passt noch rein. Das passt alles nicht mehr rein. Aber ich kann das hier noch wegschaufeln. So, wie komme ich von hier aus am schnellsten nach unten? Das hier. Einfach so direkt zum Fenster rausspringen ist vielleicht nicht ganz so smart, aber ich guck mal, was hier unten ist. Dann weiß ich mehr. Muss ja vor allem auch schnell wieder. Ah, siehst du? Das könnte gehen. Hier erstmal in Ruhe einpacken. Das nehme ich noch mit. Was war denn das? Recog wahrscheinlich. Ranged Damage. Das ist doch vielleicht gut für die Horde. So. Ich könnte mal gucken, wie viel Mechanical Parts der Grill noch so hergibt. Ich brauche dringend diesen Leather Duster, aber ich habe nicht genug Leder eingepackt. Ja, das ist echt doch ein Mechanic Part. Ach, jetzt habe ich schon wieder dieses
die Taschen voll und deswegen. Da passt auch noch irgendwas rein. Genau, dann kann ich wenigstens meine Woodframes wieder mitnehmen. Okay, dann fahre ich erstmal die. Ich kann jetzt eh kein Auto auseinandernehmen. Dann gebe ich jetzt mal meine Quest zurück. Hier ist eine Straße. Und dann mache ich vielleicht einfach so eine Autotour. Hier stehen ja genug große Wagen, die ich auseinandernehmen könnte. Da dürfte doch dann genug an Mechanical Parts abfallen. Aber wo kriege ich das Leder her? So eine Luxusbude mit großem Sofa wäre dafür vielleicht ideal. Okay, so. Ist denn hier eigentlich noch was drin? Ja. Aber nichts, was ich brauche. Oh, Schlepper. Hier lang. Hallo. Oh, 109 mm oder 60 7,62er. Und dem habe ich weniger. Das ist teurer zu machen. Das nehme ich mal. Verkaufspreis wäre bei dem einen höher. Ich nehme trotzdem die. Und natürlich die 2500 XP. Oh, jetzt kriege ich nochmal ein Bicycle. Das brauche ich nicht. Das heißt, ich kann jetzt eins von den anderen nehmen. Das ist schön. Book Bundle, Ammo Crafting Bundle, Wraps Bundle, Farm Bundle, Farm Bundle. Ah, brauche ich glaube ich auch nicht unbedingt. Ich habe ja angefangen. Ja, so richtig weit bin ich damit auch noch nicht. Ammo Crafting kann ich im Prinzip. Drei Bücher ist natürlich verlockend, weiß man aber auch nicht, was drin ist. Und bei den Traps, dafür habe ich natürlich auch noch nicht so richtig das Know-how. Aber ich bin versucht, Bundle of Passive Traps. Ich bin versucht, das zu nehmen. So. Got any special jobs? Das heißt, du hast jetzt wieder in Richtung Süden. Das nehme ich mal auf jeden Fall. Two more jobs this week, I will give you employee of the month. Und ich will natürlich Sachen verkaufen. Das hier schon mal. Das hier schon mal. Da gucke ich gleich rein, wenn ich mehr Platz in der Tasche habe. Die verkaufe ich auch erstmal. Und den Rest nehme ich, glaube ich, erstmal mit. Das kann ich noch verkaufen. So, dann lass mal sehen. Oh, Antibiotikum, 3 Stück. Aber ich will erstmal sehen, wie es mit Büchern aussieht. Mining Helmet habe ich schon. Tech Junkie Volume 4. Craft Robotic Turret Shells. Oder Magnum. Oh, Ranger's Guide to Archery, den kenne ich schon. Craft Robotic Turret Shells. Hätte ich vielleicht doch gucken sollen, was da drin ist. Aber egal, ich will ja eh alle Bücher lesen eigentlich. Das heißt, das hier kaufe ich auf jeden Fall mal. Magnum Enforcer ist halt. Ich habe halt keine Magnum. Mir aber egal. Denke vorausschauend und kaufe das einfach schon mal. First Aid Kit Schematic. Das finde ich auch eine gute Idee. Allerdings habe ich mein Geld jetzt für alles andere verprasst und es reicht nicht mehr. Okay. Die wichtigen Sachen zum Schluss. Die Gier bei den Büchern, weil ich jetzt auf das 3-Bücher-Bundle habe verzichten müssen, da war das jetzt natürlich schwierig. Das geht einfach nicht. So, guck mal, so pro forma. Ich könnte Leder kaufen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viel mir fehlt und finde auch, das kann ich eigentlich so finden. Kauf mir lieber was zu essen oder nochmal ein Antibiotikum. Ja, ich glaube, ich nehme da noch eins mit. So. Geld ausgegeben. Remember me if you need medical supplies. Und dann gucke ich hier mal nochmal kurz, was es gibt. Einmal Lamb, einmal Chicken und einmal Thunfisch. Jetzt habe ich noch 130 Dukes. Bin quasi pleite, aber ich kann 2 Bücher lesen. Einmal das hier
Und einmal Tech Junkie Volume 4. Kurzer Blick in die Bücher. Wie sieht es denn da bei mir aus? Ich habe 3 bei Art of Mining gefunden. Ich habe 3 Better Up. 4 Hunter's Journal, 4 Needle and Thread, 5 bei Ranger's Guide to Archery. Da fehlt mir noch 3 und 7. Und bei Tech Junkie bin ich auch schon gut dabei mit 3 Stück. Das wird langsam. Leider habe ich noch nichts bei Wasteland Treasures. Da war ich aber ja auch noch nicht. So, ich bin immer noch völlig überladen und bringe, glaube ich, mal das Krümpel nach Hause. Oh. Oh. Aber ich bin ja auch hungrig. So. Das noch mitnehmen. So, erstmal schön nach Hause und dann gehe ich nochmal ein bisschen Ressourcen suchen, glaube ich. Und Zombies. Ich wollte gerade sagen, wo sind denn heute eigentlich die Zombies? Ich bin zwar gerade völlig überladen, aber die geht noch. Oh, ich treffe sie natürlich nicht. Was ist denn das? Ah. Wird schon. So habe ich mir das nämlich eigentlich vorgestellt. Da habe ich schon geguckt. Oh, oh, oh. Davon habe ich eh schon Kram in der Tasche. So, jetzt aber nichts wie zum Silo. Ich mag das Silo mittlerweile richtig gern. Ich hätte auch gute Lust, die Horde daran auszuprobieren, aber dafür ist es mir noch nicht gut genug abgesichert. Da würde ich dann, glaube ich, noch ein bisschen was dran machen wollen. Und die Zeit habe ich nicht und die Ressourcen auch nicht. Und ich habe ja eine ziemlich safe Basis, mit der man noch so einiges machen kann. So, ich kann wahrscheinlich nichts von den Sachen hier einstecken. Dann bringe ich das mal kurz hoch. Mit dem Kram, der im Fahrrad ist, den packe ich jetzt eigentlich hier nur zwischen kurz rein. Ja, 18er. So. Das wird hier alles zwischengeparkt. Alles klar, dann ganz weitergehen. Auf der Suche nach 7 Leder und unzähligen Mechanical Parts. Apropos Mechanical Parts. Wir könnten doch schon die ersten direkt vor der Tür stehen. Electrical Parts. Hm. Eigentlich brauche ich, ja, das war es schon mal nicht. Eigentlich brauche ich ein Haus mit Sofa und ein paar Autos. Was könnte denn hier? Uch. Was könnte denn hier ein Sofa haben? Ich guck mal, das hier ist doch ein schönes Wohnhaus. Das da hinten sieht ein bisschen schicker aus. Das hier ist kleiner. Da ich es nicht weiß, kann ich auch einfach mal überall reingucken. Hier waren auf jeden Fall schon mal Zombies. Oh, da steht tatsächlich ein Ledersofa. Na? Und Zombies? Was ist denn das da hinten? Nehmen erstmal den hier. Bei der bunten Blumentapete konnte ich gar nicht so richtig erkennen, was da hinten eigentlich los ist. Jetzt kann ich ja auch Licht anmachen. Und mich schon mal an das Sofa machen. Oh, 2. Na, Lady? Ach ja, Pfeil und Bogen. Prima Waffe. Ich bin begeistert. So, wir machen hier mal zu. Kann ich mich mit meinem Sofa beschäftigen? Okay, 4. Das war... Ich habe 6. 6 ist schon mal ganz gut. Fehlt noch 1, wenn ich das richtig sehe. Okay, das wird auf jeden Fall... Das wird klappen. Hier ist nämlich noch 1. Ah. Sehr schön. Ich bin auch gleich noch mit. Passt, ich kann mir einen Leather Duster machen.
sieht so vermeintlich ruhig aus, aber irgendwie... Schon lange nicht mehr gelootet, ohne eine Quest zu haben. Ist irgendwie auch ganz schön. Oh, Erde. Und jede Menge Messing. Ich darf nicht vergessen, was nachher alles in die Forge zu schmeißen. Um damit schön Bullet Casings zu machen. Okay, die Küche. Da ist eine Kaffeemaschine. Haha. So. Okay, hier ist schon wieder ein Cooking Pot. Eine Dose. Okay, so langsam komme ich auf Mini-Vorräte an Kohle. Da fällt mir ein, ich muss noch Wasser holen. Kaffee. Jawoll. Alter Kaffee, der hier seit Jahrhunderten steht. Oh Mann. So, ja, Mechanical Parts. Tut mir ein bisschen weh hier, aber ne, nur Electrical. Da ist noch ein bisschen Messing. So eine Küche. Da alles rumsteht. Auch Holz. So, das kommt auch gleich mal weg. Das kommt auch gleich mal weg. Schön. Eine kleine Speisekammer. Vielleicht mit ein bisschen Shamway-Dosen. Aber ich höre irgendwo noch Zombies. Okay, Hundefutter. Nicht so schön. Wo geht's denn hier weiter? Zu. Ein klitzekleines Arbeitszimmer mit Bücherregal. Wunderbar. Und das kenne ich leider alles schon. Sehr schade. Okay, was ganz gut ist. Gibt einen Computer. Der gibt natürlich nur Electrical Parts. Was ist bei dir? Ah, Bürostühle. Und auch ein Mechanical Part. Mülleimer nicht. Diesmal merke ich es mir, habe ich mir vorgenommen. Wo diese Sachen rausfehlen, die ich brauche. Okay, war ich hier? Das war, genau, da habe ich zugemacht. Moment, dann ging es irgendwo noch in den Keller und nach oben. Verdächtig ruhig. Verdächtig ruhig. Ah. Oh! Oh! Versehentlich noch gecrouched. Da ist ja was los hier. Schon mal ein bisschen so kleine Stopper einbauen. Oh, ich treff nichts. Manchmal ist es schlimm. Au, au, au. Gib mein Pfeil wieder her. Schnell noch kurz was looten. Oh, prima. Ich mach mal deine Tür wieder heile und deine Tür schon kaputt. So, dann kann ich euch nämlich nacheinander abfrühstücken. Zwillinge. Das ist mir jetzt beim Spielen von Dying Light aufgefallen, dass ich die Zombies in 7 Days wirklich nur so, also nicht so gruselig finde, tatsächlich. Anders als in Dying Light. Okay. Hier war nichts, was ich zerlegen wollte. Hier hinten war noch ein Buch.
Egal, das kenne ich auch schon hier. Und das sah ja irgendwie nach so einer Landwirtschaftskiste aus. Was ist hier noch? Koffer. Ein Jäckchen und die Tasche voll. Was ist denn hier mit dem Bett zum Beispiel? Würde da was rausfallen, was hier drauf passt? Ich weiß es nicht. Die scrap ich mal. Passt dann hier mit drauf. Einmal Gammelfleisch könnte ich wegwerfen. Mal kurz. Okay, ein paar Sachen passen drauf auf jeden Fall. Und ein paar Sachen nicht. Das bleibt hier. Sand. Ach so, Sand brauche ich bald auch. Ah, ja, was. Nee, genau das Mac. Ach, ich esse mal hier dieses Hundefutter weg. Und scrappe die Dose. Dann habe ich hier so. Dann. Okay. Halt, hier ist noch was. Das geht noch. So, und es ist 19:30 Uhr. Ich muss zusehen, dass ich langsam nach Hause komme. Und darf nicht vergessen, dann meinen Leather Duster zu basteln, zu nähen, über Nacht. Oh, ich bin nass im Haus. Echt schade. Gut, aber es gab hier noch einen Keller. Hier gibt es auch noch eine Heizung. Und ein Versteck. Oh, Kleber ist auch gut. Scrap und R. Bin eigentlich schon wieder viel zu überladen, um in den Keller zu gehen. Und ich habe keinen Platz mehr für diverse Dinge. Oh, Brille. Mach erstmal das. Kann ich dann gleich nochmal zerlegen. So, Scrap. Oh, zwei Bücherregale, sehr schön. Und ich kenne auch die schon. Wie schade. Oh, hier sind nochmal zwei, die ich nicht kenne. Na, egal. Cooling Mesh. Da ist auch noch was. Wie weit war es nochmal zu mir nach Hause? Die kann ich nicht einpacken. Das wiederum passt noch rein. Ja, die Sonnenbrille. Habe ich denn eigentlich eine Brille auf? Oh ja. Fortitude, Agility. Weiß ich noch nicht. Und ich höre Zombies. Jetzt sollte ich nicht im letzten Moment gehen. Oh. Das geht auch noch rein. Oh, Munition habe ich auch vergessen. Ah. Ich sehe schon, es wird knapp. Das passt nicht mehr rein. Das kann ich scrappen. Schwierig. Und ehrlich gesagt brauche ich... Oh, hier. Den Keller werde ich nicht mehr schaffen. So viel ist schon mal sicher. Steel Club Parts auf jeden Fall. Ich würde ja sonst 30. Vielleicht sollte ich hier eine Kiste vor die Tür stellen. Oh, ich sollte hier eine Kiste vor die Tür stellen. Ah, sehr schön. Okay. So, wie komme ich hier raus? Nicht so gut, auf jeden Fall. Oder vielleicht lieber auf der Seite. So, wie weit bin ich denn von zu Hause entfernt? Ich hoffe nicht allzu sehr. Fahrrad. Ich habe mein Fahrrad gar nicht eingepackt. Wo ist denn das? Habe ich das zu Hause gelassen? Oh Gott. Dann muss ich dringend los. Oder habe ich es vorne auf die Straße gestellt?
Ich glaube, ich bin zu Fuß hergekommen und habe mein Fahrrad gar nicht. Nee, da ist es. Ja gut. Ach, ein Glück. Ein Glück. So. Kann ich doch hier mal so ein bisschen... Aber da waren ja schon noch ein paar ganz gute Sachen drin. Looten. Nochmal mein Ende sein. So. Das will ich ja noch mitnehmen. Nehme ich das auch wieder mit. Da waren auch coole Sachen drin. Und hier war ich, glaube ich, teilweise schon. Nee, da noch nicht. Ja, da war ich auch schon. Gut, ich glaube, es ist Zeit, nach Hause zu fahren und den Keller wann anders zu machen. Ich habe jetzt leider auch wieder keine Möglichkeit, meine Woodframes einzupacken und kann deswegen hier auch nicht runter. Oh, Pech aber auch. Ach so, halt. Fahrrad steht auf der anderen Seite. Die Garage ist auch noch unberührt. Aber naja, das ist ja auch kein Questhaus. Das heißt, ich muss es auch nicht zwingend komplett machen. Einmal quer rüber. Sehr schön. Gut. Dann kann ich doch hier ein paar Sachen hier abwerfen. Fahrrad leer machen. Das Fahrrad einstecken. Geht auch nicht mehr. Ach. So, aber jetzt zusehen, dass ich hochkomme. Ugh. Das nenne ich mal eine Punktlandung. So, ich packe, habe jetzt einfach mal R gedrückt und alles rein und werde jetzt erstmal Kisten sortieren. Das müsst ihr euch nicht mit angucken. Euch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne den Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!